Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Horror-Let's Play. Man hatte mir gesagt, spiel doch mal wieder irgendwas Tolles, Gruseliges. Und ich habe mich tatsächlich davon überzeugen lassen. So, hier steht Continue. Das liegt daran, weil ich eine kleine Testaufnahme gemacht habe. Ich hoffe, dass hier im Hintergrund mit dem Greenscreen funktioniert, denn es ist inzwischen tatsächlich mehr als ein Jahr her, dass ich den genommen habe. Ich hoffe, der kracht hier nicht zusammen. Falls doch, dann ja, ist es halt so. Ja, wir machen mal ein New Game. If you start a new game, the previous progress will be lost. Das ist uns bewusst. Ich habe auch keine Ahnung, was es hier überhaupt, um was es hier geht. I'm an architect, freelance, so I take job offers as they arise. So when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who could do construction, so I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply, because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I woke up, okay, das klingt jetzt nicht so freundlich von dem Herrn. Mit einer Metal Rod erschlagen, also wir sind ja noch am Leben. Ich muss Soundeffekte machen. Was ist passiert? Ich meine, ich weiß, was passiert ist, aber... That hurt. That hurt. Ja, und jetzt geht's los mit Blameless. Ich habe gehört, es soll irgendwie so eine Art Rätselspiel sein. Und es ist kostenlos auf Steam erhältlich. Das heißt, ihr könnt das auch spielen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das will. So, hier ist ein Fragezeichen. Was ist das denn Schönes? Click right mouse button to reverse an action. Das ist ein Nokai-Handy. Mhm, also ein Nokai-Smartphone. Alles klar. Aha, mhm. Cool, das, ja. Nokai halt. Cool. Smashed. No way it's gonna work anytime soon. Okay, das heißt, wir können nicht die Polizei rufen. Schade um das schöne Nokai-Handy. Naja. Gut. Press E. Aha, jetzt haben wir das Handy wieder. Das. Okay. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Was ist. Does not look like it's a result of a banal injury. Mysteriös. This looks like something being dragged across the bloodstain. Okay. Seems das fresh. Ist the blood hasn't completely dried out yet. Also für diejenigen, die jetzt nicht so englischsprachig sind, ich will es jetzt eigentlich nicht komplett übersetzen, aber so das Grobe, also hier ist relativ frisches Blut, es ist noch nicht ganz ausgetrocknet. Und irgendjemand wurde anscheinend hier lang geschliffen. Aber wir waren es wahrscheinlich nicht. So, das ist natürlich ganz schön doof, weil so schlecht sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Ich finde die Texturen cool. Ja, die finde ich cool. So, und bevor ich es vergesse, tut mir leid, ich muss meinen Timer nämlich anmachen, ich vergesse das immer. Und dann, ja, gehen die Folgen viel zu lang. So, was haben wir denn hier? Ja, viele Ziegel. Was ist das? Eine Metal Rod. Hallo? Warum trägt er die denn jetzt so? Ah, na, was? Nein. Das soll die nehmen und als Waffe... Hä, was? Ach, ich kann die...
Hier war doch gerade ein Fragezeichen. Ja. Sollen wir vielleicht diese Metal Watch hier reinklimmen? Warum auch immer. Aber ich krieg die nicht da rein. Ich hab keine Ahnung, was der von mir will. Ich leg die jetzt einfach mal hier hin, weil man weiß ja nie. So. Was haben wir noch so? Aha. I might be able to get further through the attic. Okay. Vielleicht können wir da irgendwie was machen, aber ich weiß jetzt nicht wie und was und... Wir haben eine Metal Watt. Wir haben eine Metal Watt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Ich guck mich einfach mal ein bisschen um. Zumindest haben wir Licht. Das ist schon mal ganz toll. Wir können auch rennen und... springen. 3 cm können wir springen. Juhu, yay. Das ist erstaunlich. So, jetzt, ich sehe ja nichts. Also, ich sehe überhaupt nichts. Weil, ich habe ja auch noch hier diese Lampe. Eigentlich spielt man ja Horrorspiele im Dunkeln. Aber sonst funktioniert das mit dem Greenscreen nicht. Das heißt, es ist nicht einfach, hier irgendwas zu erkennen. So, das macht es natürlich leichter. Das ist natürlich detaillierte Arbeit hier. Ich hoffe, man kann da noch irgendwie eine Schutzfolie abziehen, sonst ist es ein bisschen blöd, aber... Moment mal. Also, okay, da ist... Ich dachte schon, ein Fenster mitten im Raum, das wäre ein bisschen... Naja, wem es gefällt. Tja, aber was... Was war das? Hier kommt auch überall Staub, aber ich... Ja... Okay. Kann ich irgendwie... Okay, es geht wahrscheinlich bald los. Ich höre Schritte. Ich weiß nicht, irgendwie können wir anscheinend nichts machen. Ich nehme jetzt diese scheiße Metallröhre hier. Und guck mal, ob wir hier durch können. Ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Ich weiß bloß nicht... Woher die kommen? Ich dachte, da läuft jemand. Ja, das ist jetzt natürlich eine tolle erste Folge. Was soll ich denn machen mit dieser scheiß Metallröhre? Ich kann die doch... Ich kann... Nee, irgendwie... Tja, dann nimm die halt einfach in die Hand. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Sehr Horror, also Metallröhre, das ist schon... Kann die auch nicht hereintun oder irgendwie. Aber irgendwas macht er hier, wenn ich hier. Irgendwas macht er doch dann. Aha. Ich muss sie doch jetzt nicht so reinfallen lassen, oder? Das wäre doch Quatsch. Nein, das ist. Das hätte fast funktioniert. Hat hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich probiere das jetzt nochmal. Das ist garantiert die Lösung. Das ist einfach richtig. Es fühlt sich auch schon richtig an. Hallo. Nee, ist mir egal jetzt hier. Komm. Das bringt's voll. Das ist einfach richtig. Also wir haben auf... jeden Fall die komische. Also irgendwie haben wir Zeug, was anscheinend auch was macht, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, kann ich beides gleichzeitig tragen, ne? Ich könnte mir vorstellen, wir müssen das hier einspannen und dann mit dieser, mit diesem Fuchsschwanz müsste das sein. Aber Metallroh damit, ich weiß ja nicht, ein bisschen ein Holzstab. Ah.
Ein Holzstab kann man natürlich, aber... Hä? Warum? Was hat denn der vor, sie zu bauen hier? Okay, ja. Ist anscheinend doch kein Holzstab. Ich kann den auch nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht genau, was wir hier machen. Ich meine, vielleicht einen Haken, um jetzt irgendwas da oben zu machen, aber ob das funktioniert? Au, hallo. Voll die Treppe auf den Kopf bekommen. Na toll. Alles klar. Ja, gut. Ich nehme die mal mit. Obwohl, ich weiß nicht, ich nehme jetzt das Säge, weil ich fühle mich einfach besser damit. Falls der Typ kommt, dann sägen wir den einfach weg. So. Ich hab eine Säge, Junge. Kannst du. It's dark. Oh, erschreck mich doch nicht. Bitte, nein. Da, hallo? Warum macht denn der jetzt wieder runter? Er geht hoch, sagt. Shit, it's dark. Und dann macht er weg. Das ist natürlich. Dankeschön. Das haben wir schon rausgefunden. Ich sehe. Entschuldigung. Ich hab mich verschluckt. So. Bisschen gehustet. There we go. Ich will da jetzt nicht da runter. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob wir jetzt hier die Säge wirklich dabei haben sollen. Nicht, dass wir die dann irgendwie noch brauchen in dem Raum und naja. Wir haben die jetzt mit. Hä? Yes. Es ist ein neuer Raum. Na, sogar hier frisch, ne? Weiß nicht, wie man das nennt. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Zementiert, keine Ahnung. Gespachtelt. Irgendwas draufgeklatscht auf die Wände jedenfalls. Wer sich damit auskennt, der kann gerne sagen, wie das heißt. Wir haben die Säge jetzt einfach eingetan. Okay. Alles klar. Wir haben es einfach mal dabei. Ich finde auch die Textur toll. Schade, dass die nicht richtig dreidimensional ist, also halt. Ja gut, aber da guckt er auch eigentlich hin, ne? Noch so ein Teil. Was wollen wir denn mit diesen ganzen Eisenstäben? Können die nicht nehmen, aber wir haben sie auf jeden Fall. Loyalty Card. Aber irgendwas müssen wir doch jetzt da finden, oder? Aha, was ist das? Okay, wir haben eine Büchereikarte. Was nützt uns das jetzt? Haben wir das jetzt mit? Ah ja, wir haben das dabei. Nein, tu das Ding weg. Oh, na, uff. Ach nein, ja, okay. Ich dachte schon, oh mein Gott, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben immer noch die Zange dabei. Ist hier endlich was drin? Nö. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ich habe Angst, dass er jetzt hier gleich kommt. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Ich möchte euch aber auch nicht das Zeug... Was ist jetzt los? Das Bildmaterial hier zu hell machen, weil sonst ist ja auch nicht mehr gruselig. Also sucht euch Reime, wo es schön finster ist. Ja, mit Akzent. Was macht ihr denn mit der Zange eigentlich? Kommen wir hier vielleicht... Nö, können wir nicht. Da ist doch hier irgendwo das... Hä? Das sieht aus, als käme dann irgendwie... hier was durch oder wir können hier raus. Keine Ahnung, eins von beiden. Ich könnte mir vorstellen, da greift seine Hand da irgendwie hindurch zu uns. Oh mein Gott, es ist... Ich sehe nichts. Das ist blöd. Wenn jetzt irgendwas passiert und ich sehe nichts, dann ist das noch schlimmer, als wenn man was sieht. Hä? Einfach ein komplett sinnloser Raum. Okay. Well,
Ich rutsche mal ein Stückchen rüber. Ich habe Angst, dass das... Nee, ich... Ich wollte jetzt ja doof gucken. Ich habe Angst, dass... Ich tue mal die Zange. Ah, okay. It's holding Au. With the wires. It's holding with the wires. Mit denen hier. It's holding with the wires. Ja, wir haben doch hier... The wire aber das ist broken. The hinge on that handle should attach, but it's missing. Okay. Also wir müssen diese Rohrzange irgendwie reparieren und ich gucke mir mal nebenbei, ob die Aufnahme noch läuft. Und vor allem, ich tue die ganze Zeit immer so zum Mikrofon hin und dann komme ich mit meiner Brille an den Popschutz und dann erschrecke ich mich selber, weil ich denke, das ist irgendwas im Spiel. So, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss mit Ö und heil. Haut rein.